Shalom, Glaubensbrüder. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, was als eine Art Heilmittel für erektile Dysfunktion oder Geheimratsecken bis zum Nacken geahndet wird. Zwar ist es nur fiktiv und eine Ausrede zur Kompensation von Schwachstellen im Süden, aber es geht um V8-Sound, der internationalen Sprache von Männern mit einem niedrigen Östrogenlevel. Doch geben wir mal Butter bei die Fische. Hier sind 8 Fahrzeuge mit dem besten V8-Sound. Fangen wir an mit einem Fahrzeug, das ein italienisches Supermodel mit Ferrari-Motor ist. Es ist perfekt für Leute, die komischerweise Freunde besitzen und diese dann auch denken, dass Autos mit Freundschaft fahren. Es ist der Maserati Gran Turismo. Ein Sportwagen, der so gut aussieht, dass man ihn Prinz Markus-mäßig missbrauchen möchte, weil man gerade auf gewissen Substanzen ist. Neben der guten Optik hat dieser Wagen einen 4,2 Liter V8 Saugmotor mit mindestens 405 PS, der extrem viel Lärm macht und eine fast feministische Zuverlässigkeit bietet. Weiter geht es mit einem Fahrzeug, was einen italienischen Firmensitz hat und sich fast auf Enddarm reimt, der Lamborghini Urus. Der Urus soll ein archaisches Synonym für einen Aero-Ochsen sein. Dank meines eloquenten Wesens nutzte ich das Wort Ochsen als Verb, was wiederum ein Synonym für Geschlechtsverkehr sein kann. Beispiel: Ich ochse Züge. Da ihr jetzt was fürs Leben gelernt habt, habt ihr auch die Erlaubnis zu kommentieren. Da ich Überleitungen auch gut drauf habe, reden wir weiter über den Lamborghini Urus. Dieser hat nämlich einen Audi-Motor, der von Porsche nochmal überarbeitet wurde. Das heißt, der Lamborghini hat einen Motor, der beispielsweise im Audi A8 und Porsche Cayenne sitzt. Der einzige Unterschied ist, dass der Lambo-Motor als einziger 605 PS von Werk leistet. 4 Liter V8 Biturbo klingt dann genau so. Da es gesetzlich erlaubt ist, ein lauteres Auto zu besitzen, wenn es schwerer ist und mehr Leistung besitzt als andere, ist die Mercedes G-Klasse in der 63er Version ziemlich passend. Diese besitzt einen 5,5 Liter V8 Biturbo Motor von AMG, dem Haus- und Hofnarr von Mercedes. Wer mal eine gefahren ist, weiß, dass das Handling eine Katastrophe ist und das Auto eigentlich einen Betreuer braucht. Aber gleichzeitig möchte man nichts anderes mehr fahren. Man kann es ungefähr vergleichen mit einer Lebensabschnittsgefährtin, die schwierig in der Handhabung ist und irgendwie komisch aussieht, man aber trotzdem standfest dahinter oder in ihr steht. Der Motor der G63 ist zwar noch in anderen Modellen verbaut, hat aber nochmal eine gewisse Eigennote. Und zwar macht er coole Geräusche und vibriert hin und her, wenn man ihn drückt im Stand. Als nächstes gibt es ein Fahrzeug, was einem Tier ähneln soll. Der Jaguar F-Type SVR. Der F-Type SVR hat 575 PS, einen 5 Liter V8 Motor mit Kompressor. Solche Motoren sind in der Regel ziemlich laut. Da der F-Type nur ein Zweisitzer ist, ist er nur für Leute gedacht mit festem Händedruck oder Gefängniswärter für Kinder. Ansonsten ist er von der Ästhetik und Auftreten her bereits auf Pimp My Ride Niveau. Da im heutigen Jahrhundert mehr Meinung von anderen zählt als die eigene, kann man auch damit argumentieren, dass der seit 6 Jahren 25-jährige Montana Black, kurz gesagt Marcel Eres, für kurze Zeit einen ähnlichen gefahren ist und absolut überwältigt war, und zwar genau aus dem Grund. Jetzt kommt der zweite AMG für heute, der Mercedes-Benz CL63 AMG C216, aber diesmal nicht mit demselben Motor wie der von der G-Klasse, sondern um den ersten eigens konzipierten AMG-Motor. Es ist ein 6,2 Liter V8 Saugmotor mit 525 PS, also der V-Facelift-Variante. Den CL assoziiert man gerne im Besitz von Liebesdienstvermittlern, die sehr behutsam mit Frauen umgehen können, welche eine intensive postmaritale Tätigkeit ausüben. Insofern ist das Auto nicht für Leute gedacht, die Schere, Stein, Papier gegen sich selbst spielen und sich wundern, wieso sie verlieren, oder Oberarme wie ein Kastanienmännchen aufweisen. Die geballte Potenz auf 4 Rädern klingt dann ungefähr so. Thank you.
Der Ford Mustang wird seit 1964 gebaut und ist die Beate Use der Automobilindustrie. Jeder kennt's, will aber nicht zugeben woher. Uns interessiert aber der Mustang GT der 6. Generation. Dieser hat einen 5 Liter V8 Saugmotor und schreit optisch nach Spaltenflüsterer und ist perfekt für Leute, die täglich ihren Lörres messen und auf ein Wunder hoffen. Da dieser Mustang auf heutige Standards modernisiert wurde, ist er auch ziemlich alltagstauglich. Sollte doch mal was klappern im Innenraum, ist die Straße schuld, nicht das Auto. Doch genug des Unterschichtenfernsehens. Mein RTL! Bei diesem Fahrzeug macht man Schlitz statt Auge. Der Lexus RCF ist der Konkurrent von BMW M4, RS5 und Co. Das Gute am Lexus ist zum einen die Wertigkeit, der 5 Liter V8 Saugmotor und der Exotenstatus. Das Blöde ist nur, dass es so wenige davon gibt in Europa und man sich daher noch kein wirkliches Bild machen kann von typischen RCF-Fahrern. Es kann ein Urin-Uwe, ein Tilidin-Tobi, ein Medikamenten-Manfred, ein Fisting-Fridolin, ein Rosetten-Ronald, Nudisten-Norbert und so weiter sein. Welcher euch am meisten zusagt, könnt ihr in den Kommentaren kundtun. Wenn man etwas an der Auspuffanlage schraubt, kriegt man dann diesen brachialen Sound hin. Das letzte Fahrzeug ist ebenfalls eine Art Ikone und direkter Konkurrent vom Ford Mustang. Es ist der Chevrolet Camaro SS. Das SS steht in dem Fall für Supersports und hat wenig mit deutscher Kriegsgeschichte zu tun. Anders als der Mustang hat der Camaro keine klare Designlinie, die er verfolgt über die Jahre. Er erfindet sich quasi fast immer wieder neu. Doch genug von Transformer-Gerede. Dieser Camaro hat einen 6,2 Liter V8 Saugmotor mit 453 PS. Da die AMI V8 Motoren puristischer klingen durch alte Technik, lassen sie dadurch die Äderchen in bestimmten Körperregionen platzen, was eine ganz bestimmte Art von Freude auslöst und definitiv von Hobbypsychologen auf Social Media untersucht werden sollte. Nach der gegoogelten Krebsdiagnose sollte man dann aber unbedingt auf alte Verhaltensmuster zurückfallen und sich Folgendes reinziehen. Freunde, das war's dann auch. Wenn ihr Freunde habt, dann teilt diese Weisheiten und abonniert für mehr pädagogisch wertvollen Cringe auf Smegma-Basis. Mashallah, Bruder! Ja, Mashallah!